der Stadt im Titicaca See. Ja, kennst du die Song? Puno. Ah, ja, super. Ja, Puno, ja. Ja, hat mir ein anderer erzählt, den ich jetzt hier kenne. Weil die Spanier sind ja eingefallen, haben ja die Ureinwohner versklavt, sagt man so, waren dann gegen die Katholiken. Ja, das sollte irgendwie so hier wie so der Teufel darstellen oder so. Das ist Tourismus. Ha? Das ist Tourismus, ja. Das ist so typisch Touristiker. Das ist ja. Nicht ja. Nee, da bin ich raus. Das kann man als Gag machen, sowas, aber nee. Das sind jetzt hier die Touristentransportdinger, ja. Tourismus in Peru, Puno. Ja. Super. Jeder braucht einen für sich allein. Esto es Pacay, ¿no? Pacay. Si tienes uno para probar. Also auch wieder eine große Bohne, ja. Segura? Hombre. Ah, gracias, gracias. Sí. Man darf probieren? Sí, probiere ich, ja. Ja, kann man so. Super. Also. Das ist aber widerstandsfähig, ja? Oh, das ist ja so weit. Wie, hä? Essen. Das hier? Sí, essen ist es. Hä? Super. Aha, das okay. Ist also, wie Kaffee ist es? Das musst du mir jetzt zeigen. Aha, also komplett, ja? No. Achso, nur dieses Weiße? Oder was? Inside, ja? Ah, inside, das muss man. Ich nehme mal kurz. Aha. Ja, essen. Aber nur das Weiße essen, ja? Ja, essen. Also nur das Weiße, okay? Attention. Gut? Ist gut. Ist eigenartig. Keine Ahnung. No Produktionen in Puno, also das ist eine Produktion in Cajamarca. Ja. In the jungle. Ja. Ah, okay. Also essen, finish. Noch eine, ja. Si. Also es ist jetzt nicht eine Geschmacksexplosion, aber es ist auch nicht eklig oder so. Aha. Ja, ist gut. Ist jetzt interessant, weil hier gibt es ja Sumo und Hugo. Das habe ich jetzt auch gerade gelernt. Sumo ist nur eine Frucht, also zum Beispiel nur Orangensaft. Und der Hugo ist eigentlich so ein Mix. Ja, also wenn man dann mehrere Früchte reinmacht. Und Sumo wird ja eigentlich auch in Spanien benutzt. Ja, also Hugo wird ja, glaube ich, nur in Südamerika als Saft so benannt. So, jetzt gehen wir uns den letzten, den Hugo und den Sumo. Ja, Sumo. Und kontinuiere Gespräche. Ja, salut. Ja, okay. Salut. Mm. Bueno. Muy rico. Sehr lecker. Fresco. Ja. Hola, 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 Fabio Rubis de Rubio, va a partir en voiture privée, bienvenido a Perú. Moi aussi, je suis là. Otra vez tú. Otra vez. Anoche te soñaba. Qué novedad. Porque recordaste. Oh, mira.
fuerza que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Sita, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chancha para Cachapín de Guanta. Voilà, avec Travel Group et Séjour Rubio, profitez-en, voilà, Michel, Céline, Monsieur Michael, Stéphane, Nadège avec la tête, oh là là là, c'est pas mal. Alors, Léonora, ton assiette, c'est où? Et puis moi aussi, je suis là. Regarde mon assiette, oh le cochon. Oh, c'est bien, c'est bien. Voilà, un café double au Pérou.
Ich habe wirklich sehr gut gehört.